Schön, dich wiederzusehen, Kilian. Weißt du, ich habe nachgedacht. Seit unserer ersten Begegnung habe ich richtig viel Spaß mit dir und deinem Campingplatz gehabt. Aber wie wäre es, wenn unsere positive Erfahrung... Okay, diesen Text gab es schon gestern. Ja, das gab es schon gestern. Jo, Leute, es kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal Kian Degang. Einem schönen Video. Dieses Video wird wahrscheinlich von Gott höchstpersönlich gesegnet. Warum muss ich Bella sehen? Warum ist der Bienchen? Und warum wird der Text wiederholt, den wir eigentlich in der letzten Folge schon gesehen haben? Tagesbonus habe ich natürlich schon abgeholt. Ja. So. Bla bla bla. Landkarte. Was müssen wir jetzt machen? Eine Küste. Sport und Entspannung gehören zusammen. Wettangeln ist die entspannteste Sportart der Welt. Kann sein. Entschuldigung. Jobs. Wieder Ratschläge für Jobs. Oh, was schwimmt denn da? Tippe auf den Bildschirm, um deine Angel auszuwerfen. Fischangeln. Wirf deine Angel aus, indem du auf die Wasseroberfläche tippst. Am besten Sichtweite vom Fisch. Hä? Das ist doch viel zu einfach. Weil der Fisch anbeißt, entscheidet ein Ausrufezeichen. Tippe fix auf den Bildschirm, um die Angel einzuholen. Neuigkeiten. Hochzeitstapetenböden sind jetzt erhältlich. Von Rosina mal wieder. Oh, ich möchte dieses Kleid haben. Ja, nein, hört auf. So, das ist ja viel zu einfach. Und das ist unser erster Fisch. Und ich finde es auch schade, in New Leaf wurde auch immer zum Beispiel Größe angezeigt von Fischen. Das ist in New Horizons nicht so. Verstehe ich nicht, warum man das weggemacht hat. Aber cool, unser erster Fisch ist eine Makrele. Kann ich in New Horizons gar nicht mehr sehen. Und, Rekord, ich glaube, wir müssen 5 Fische fangen. Bam. Aber ich finde schon, dass Angeln hier deutlich einfacher wurde, obwohl, wie soll man es schwerer machen eigentlich, ne? Ich meine, es geht ja gar nicht anders. Nur Makrelen! Also ich hasse zwar Seebärsche, aber würde mich über einen freuen. Bäm. Und noch eine Makrele. Jetzt haben wir 5 Makrelen. Ja, mehr bla. Annehmen, fangen 5 Fische, übernehmen die Leistung eines eigenen Campingplatz. Was? Wo? Hast du einen Bonus als Tipp auf dem Briefkasten? Okay, Briefkasten. Was habe ich denn? Habe ich noch gar nicht geguckt. Bla bla. Oh, wir haben ganz schön viel hier im Inventar. Warte mal. Im Briefkasten. Man kann sich wahrscheinlich alles abholen. 21.000 Sternis! Was ist das da hinten? Du hast Liv gefunden. Was möchtest du tun? Ach, man kann von anderen Menschen Zeltplätze und sowas besuchen. Ach, das wusste ich nicht. Und ich hoffe, die Grafik ist jetzt ein bisschen besser und auch der Ton. Ich bin jetzt ein bisschen näher am Handy und auch ich versuche ein schärferes Bild daneben zu machen. Ja, Besuch bei Freunden. Besuche die Zeltplätze von anderen Spielern. Lass dich von ihrer Ausstattung inspirieren. Ach, sie hat Sophie. Also ich würde gerne Apollo haben. Cool. Geroid. Geroid. Keine Ahnung, wie man diese Dinge ausspricht. Ich kann ja auch einfach so gedrückt halten. Ich spiele momentan
Also mein Handy ist gerade abgedunkelt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme sieht. Wenn ja, dann ist das ganz schön kacke. Was? Hä? Man kann in ein Wohnmobil? What? Komm ich raus? Ach so, wie? Aussteigen, ja, ich möchte aussteigen. Hallo? Hallo? Hä, wie komme ich jetzt zurück? Ach so. Ach so, man kann noch mehr Tipps suchen, bekommen. Hier sollten auch, ja, ich war, was? Oh nee, jetzt hab, das war jetzt was Neues. Ich dachte, das war etwas, was wir schon wissen. Hier sind ein paar Muscheln. Auch, das sind auch Quests, die wir machen können. Aber wir können auch gerne Kokosnuss was. Tulte-Tauben-Trauung. Hallöchen. Wärst du mit mir bei der Vorbereitung ganz besonders Zeremonie? Bla, nee. Mann, Melinda. Nein. Können Angeln auch kaputt gehen? Hier sind aber nur Makrelen. Ach so, das ist so. Man kann so ein Wasserkescher oder wie das heißt bekommen. Und dann kann man anscheinend. Ach, wie heißt das? Dir helfe ich nicht. Weil dich möchte ich nicht auf der Insel haben. Denn ich habe mir schlau gemacht. Wenn man eine gewisse Anzahl an Quests von Leuten erfüllt, dann wollen die auf deinen Campingplatz. Und ich möchte Jan nicht auf dem Campingplatz. Da hätte ich Apollo lieber. Oder Sophie. Obwohl ich als erstes Apollo haben möchte. Weil der ist halt ein Junge. Weißt, ich habe wieder eine Quest erledigt. Welche denn? Gar nichts. Gar nichts. So, was ist hier? Wo ist Apollo? Gibt es Apollo? Wo ist Apollo? Hier. Sonneninsel. Auf der Insel kommt man zur Ruhe. Hier nervt nichts außer die Sonne. Ich bleib im Schatten. Ah. Ah ja. Ah ja. Dort ein Insekt, tippe auf Bildschirm, um es zu fangen. Bäm. Ein Nashornkäfer. Oh, hallo Apollo. Bäm. Noch ein. Ein Nashornkäfer. Juhu. Was ist das? Ist das Unkraut? Kann man nicht aufheben. Schade. Hä, ja, aber hier sind gar keine Schmetterlinge. Doch. Bäm. Ich hab ihn gefangen. Ein Schwalbenschwanz. Hallo? Ach hier, der Kohlweißling. Bäm. Kohlweißling. Was war das gerade? Oh, ich glaube, wir haben wieder eine Quest erledigt oder nur neue Quests bekommen. Oder hier? Ich habe keine Ahnung. Was ist das da? Oh, Apollo, ja. Na, deine Karre sieht ja schick aus, neu. Glückwunsch, ich bin auch noch nicht lange auf diesen sogenannten Campingfreunden. Bilde dir jetzt aber nichts rein. Wir müssen uns ja nicht gleich auf die Thermosflasche teilen. Ich glaube, ich habe das falsch vorgelesen. Na, du Nulpe, wie kann ich
Wie kann ich dir nicht weiterhelfen? Hilfe dich! Ich hab extra für dich den Schweinenschwanz gefangen. Donnerwetter, du bist ja großzügig. Macht einem ja fast Angst, so viele Liebenswürdigkeit. Ist deine Belohnung? 100 Sterne, zweimal Zartstoff und einmal Flauschstoff. Du schleppst mir Sachen an, die ich tatsächlich gebrauchen kann. Dafür muss ich dich ja fast mögen. Aber nur fast. Hey, mein Herzchen. Oh, ich hab auch Muscheln. Hey, da ist dir heute schon eine Laus über die Leber gelaufen. Liebe Day! Reim mich nicht an! Da kann ich wohl schlecht Nein sagen. Danke auch. Hoppla, das hat ja gar nicht wehgetan. Hier ist eine Belohnung. 200 Sterne, weiß Liebesblumensaat und gelb Liebesblumensaat. Ach, das sind, glaube ich, Rosen oder so. Cool, dann können wir Rosen machen. Ich sag's nur ungern, aber nützt dir nichts. Du bist gar keine Nulpe. Du hast deine Sache richtig gut gemacht. Yay, Level 2 der Freundschaft. Freundschaftsgrade schon wieder Coolnessenz und Zartstoff. So, und was will Apollo jetzt? Ach, Früchte habe ich auch im Inventar. Und Kilian, kann ich dir irgendwie äußerst ungern weiterhelfen? Ach, ich kann hier jetzt schon einladen. Auf mich. Donnerwetter, da bleibt mir nichts anderes übrig. Muss ich wohl Danke sagen. Danke. 300 Sternis und wieder ein paar Blumen. Du machst wohl all deine Drohnen wahr, was? Danke. Noch mehr Wünsche. So, mein Campingplatz. Ich soll deinen Campingplatz besuchen. Ich werde nicht rot bei der Einladung, aber ich fühle mich doch sehr geschmeichelt. Da muss man aber schon mal was tun, damit ich bei dir antworte. Was? So ein Campingplatz vielleicht so ein Zeltplatz wäre vielleicht sogar was für mich. Warte mal, ich habe irgendwas im Tipp. Bestell doch einfach einrichtigen Gegenstände, die du noch nicht besitzt. Was? Camper 2 kennenlernen und Freundschaftsgrad 2. Ich habe jetzt Freundschaftsgrad 2. Besorge folgende Items. Schachsofa. Schachsofa, Aloe Vera oder wie das heißt, Hängematte, Arbeitstisch. Okay, Schachsofa, wie macht man das? Hier, Schachsofa. Dauert eine Minute. Ich finde das immer noch trotzdem affig, dass es dauert, bis man irgendein Möbelstück fertig bekommt. Da finde ich affig. Da finde ich ganz schrecklich. Wait, haben wir sonst noch irgendwas? Was müssen wir noch machen? Aloe Vera oder wie man das ausspricht? Füge bauen, blablabla. Okay, das heißt, wir müssen eine Minute warten oder so? Oder? Hä? Verstehe gerade gar nicht. Ja, geh da raus. Hallo. Was ist das denn? Oh, ich bin fertig. Schachsofa. Jetzt machen wir diese Pflanze, die ich nicht aussprechen kann. Eine Minute dauert es natürlich.
Warte mal, ich gehe kurz auf meine Insel, wieder, auf meinen Campingplatz. Und dann tue ich diese ganzen Sachen hin. Und Bienchen hat auch einen Auftrag für mich. Den kann ich natürlich auch noch machen. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Hier bin ich wieder. Camper Konversationen, bla bla. Herzenwunsch für vergrößert ein Ausmaß. Campaign Dix. Okay, ich lade mich ein. Ach so. Ach, das heißt, ich kann ihn jetzt schon einladen, oder wie? Zweckle. Oder wird Bienchen rausgeworfen? Das will ich natürlich nicht. Hi, Apollo. Aber Bienchen wird jetzt nicht rausgeworfen, oder? Die bleibt doch. Weil da stand ja nichts mit, willst du Bienchen mit Apollo ersetzen? Nee, Bienchen bleibt da. Hätte nicht zugetraut, dass du so einen Laden so in den Griff hast, Kian. Respekt. Yay! Yippie! Apollo kann nun jederzeit auf meinem Zeltplatz Urlaub machen. Neue Camper eingeladen. 2. Ja! Bin ich nicht geil? Dieses Pferd da, ist das nicht in New Horizons dazu gekommen? Oder gab's... keine Ahnung. Feedback. Ach nein. Nein. Nicht jetzt. Oh nein. Nee, da, Kilian. Ich muss dich bald wieder so richtig nerven. Ich gehe nämlich sehr gerne ins Nervenkostüm. Nervenkostüm. Wow. Mit wem? In welchem Camper könnte ich nun plaudern? Ja, wo ist Bienchen? Ach, da ist Bienchen. 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 Hallo Kilian, Zeit für ein ausgiebiges Mittagessen, wenn du mich fragst. Brauchst du was? Was könnte ich nur gebrauchen? Falsche Synchronstimme. Was könnte ich nur gebrauchen? Von den vielen Antworten auf diese Frage gibt es nur eine, die zählt. Sobald du die Aufgabe erledigt hast, sagst du mir Bescheid, ja? Vielen, vielen Dank. Ja. Wo gibt es denn Bieren? Habe ich jetzt endlich meine Quest erledigt? Ne. Wo gibt's Birnen? Ich glaube bei Felix. Bei Felix gibt es, glaube ich, Birnen. Denke ich jetzt mal. Außerdem, ich möchte auch andere Bewohner haben. Ich möchte Claudia haben. Wie bekomme ich Claudia auf meine Insel? Oder Roland? Roland, noch besser. Roland, mein Bro. Am besten, ich schüttel mal alle Bäume. Das Obst von jedem Baum ab. Weil, falls Bienchen noch einen Auftrag hat für mich, dann bin ich schon gewappnet. Da ist wieder ein NPC. Nee, ein NPC von einem echten Spieler. Orangen. Kirschen. Lecker. Pfirsiche. Saftig. Sonst noch was? Ah ja, hier unten. Litschis. Verstehe nicht, warum die auf Litschis kommen. Ich habe die noch nie gesehen, habe das Wort noch nie gehört und weiß auch nicht, wie sie schmecken. Muss ich mal googeln. Wie schmecken Litschis? Hätten sie, was weiß ich, Blaubeeren machen können, obwohl Blaubeeren eigentlich an Sträuchen wachsen. Ja. Was? Fertig? Ich habe irgendwas. Fertig gemacht. Aloe Vera. Eine Aloe Vera. Ich kann den Namen aussprechen.
Was würde ich denn noch in hier machen? So ein eine Hängematte wäre natürlich cool. Björn, mach mir mal eine Hängematte. Ich hab. Ja. Sonst noch irgendwas Geiles? Nee, ne? Ich komm rein. Ich komm rein. So, jetzt muss ich aber nach Hause, ne? Was ist eigentlich das da? Warum ist da Eugen? Noch keine Karte im Inventar. Hä? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hallo? Danke. So, Bienchen, ich hab jetzt deine Birne. Wie geht's dir denn so, Wuff? Ja, ich hab hier deine Birnen geguckt. Oh, du bist wirklich der beste Obstpflücker. Ich danke dir von tiefstem Herzen. Es ist einfach wunderbar. Sternis. Hartstoff. Vielen Dank dafür, dass du der beste Mensch auf der Welt bist. Oh mein Gott. Uhu. Ja, Bienchen? Job erledigt. Entschuldigung, dass ich schneiden musste, aber ich hab, mein Bruder gesagt, ich mache ein Video und dann kommt er trotzdem rein. Sehr unverschämt. Ist zwar klein, aber trotzdem. Hier habe ich irgendwelche Quests doch erledigt, habe ich alles nicht gesehen und ich kann auch einfach auf alles abholen gehen. Alles abholen. Ich glaube, hier habe ich nichts, ne? Ne. Da sieht es mehr aus. Habe ich irgendwas für Bienchen? Ja, was willst du denn von mir? Ah, ne, nur erzähl mir was. Letztens hat mir Felix ein ungemein interessantes Buch ausgeliehen. Ralf hat ein kleines Dankeschön verdient. Was meinst du? Was könnte ihm wohl gefallen? Sattelablage. Danke, ich werde mich mit dieser Sattelablage gleich auf den Weg machen. Bitte schön, ich habe hier etwas für dich und ich hoffe sehr, dass es dir auch gefällt, Wuff. Eine Sattelablage? Für mich? Wirklich? Wow! Damit hast du diese Woche zum besten meiner ganzen Leben gemacht, Tilian. Hä, aber habe ich nicht, dann hat sie doch geschenkt. Nee. Felix wird trotzdem nicht auf hier hinziehen. Vielen Dank für deine Hilfe. Dein Vorschlag scheint ganz genau in Schwarze getroffen zu haben. Bloß gut, dass ich dich um einen Rat gefragt habe, Kilian. Ja, Freundschaftslevel 3. Cool. Bam, yeah. Levelausstieg im Briefkasten warten Belohnung auf dich. Camping. Nee. Sunny möchte ich nicht auf meiner Insel haben. Oh, mehr Sachen zum Basteln. Levelausstieg, ja. Und ich würde sagen, in den Briefkasten gucken wir dann nächste Folge, denn die Folge geht auch schon wieder lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wie immer ein Like und Abo da. Instagram auschecken, da heiße ich Kilian Degang. Oder meinen geileren Account, wo ich Fotos mache. BNW Germany, ja, bla bla. Was ist eigentlich in dem Zelt? Das werden wir, gucke ich auch nächste Folge. Ich mache die, glaube ich, auch direkt danach, weil ich finde gerade das Projekt cool. Deswegen mache ich das auch, deswegen suchte ich. Ja, bye bye und ciao. Ich sollte nicht hinter dem Camping-Schild stehen. Bye bye und ciao, Leute.